kürzlich Gauf zu Ippelding am Alzheimer-Zentrum beim Goldknapp hier Besuch erwartet. Die Erfgrossherzogin Stefanie an den Erfgrossherzog Guillaume. Oui, 1987 hu betreffe Familienmembren d'Association Luxembourg Alzheimer, kurz ALA genannt, gegründet. 1989 dünn kund den ischte Foyer du Jour seng Dieren opmachen. An Tisch zählt ALA 6 Foyer du Jouren, und zwar zu Esch-Ulzicht, Römmling, Bauneweg, Dummelding, Dohl und Diddling. Wie dünn 2007 d'Wun an Pflegeheim beim Goldknapp seng Dieren konnt opmachen, war ein großer Wunsch von der ALA an Erfüllung gang. Wir machen am Fond die Aktivitäten, die Leute gelingt werden an ihrem Alltag zu machen. Das heißt, wir gucken ganz viel in der Biografie, was Leute gelingt werden am Alltag zu machen. Das geht von Kochen, Spülen bis an der Zeitung lesen, Gespräche, Sammeln. Und wir probieren eine familiäre Atmosphäre über den ganzen Tag zu kreieren. Und hier tun wir auch ganz viel nach Swam zu machen. Wir haben auch Kuren für die Familie. Die Familien haben an verschiedenen Seancen an 2 Stunden gewohnt, wer das Krankheit, wie verläuft Krankheit, wie geht es da drin, wer das Pflegeversicherung. Und ich meine, eine ganz große Rolle, ja, wenn die Kuren für die Familie ist, wer kann ich mir selber merken? Wie kann ich mir selber nach Kraft tun, für die Arbeit am Alltag zu nächsten? Hier am Haus finden im Moment 116 Leute, auf die verschiedenen Wohnbereiche verteilt. Das sind hauptsächlich auch viele Alzheimer-kranke Leute. Das heißt, die eine Form von Gedächtnisverlust haben, die dann mit verschiedenen Symptomen verbunden sind, wie zum Beispiel Desorientation, sich nicht mehr an der Zeit zurechtfinden, die ganz viel Hilfe am Alltag bei der Pflege brauchen. Die Bewohner sind hier an verschiedenen Unitäten betreut. An einer Wohnunität leben 12 Bewohner, die hier ein Zimmer haben, hier ein Bordzimmer. Und dann wird der Alltag so aufgebaut, dass das auch am Wohnbereich selber ein Kitchen ist, wo gekocht wird. Und auch eine Stufe, wo sie dann darüber verbringen, wo Aktivitäten stattfinden, so dass wir wollen, hinten eine möglichst familiäre Atmosphäre vermitteln. Darüber hinaus haben wir auch noch einen Wohnbereich, der mehr speziell ist, das ist der Ort, wo Bewohner an einem weit fortgeschrittenen Stadium von der Demenz auf ein bisschen spezialisiert Art und Weise betreut gehen. Wir haben eine ganz große Werdelust. Die Werdelust hat bald 300 Leute, sodass der Besuch noch früh noch eine Abnahme an ein Pflegeheim wie das hier, was hier auf Demenz spezialisiert ist, trotzdem immens groß ist. Für heute an das Haus abgeholt zu gehen, aus den Kriterien sich dort eine Diagnose von einer Demenz für Leute, das muss nicht Alzheimer sein, das kann auch eine andere Form von Demenz sein. Es muss eine Diagnose von einem Doktor haben und es muss auf Mannst eine Pflegebedürftigkeit haben von 15 Stunden Pflegeversicherung. Heute allein zu Erpelding an unserem Wohnpflegeheim schaffen die 170 Mitarbeiter an verschiedenen Servicen, natürlich im Bereich des Soins, wo es Infirmiere, nicht Zweine und nicht Soziofamiliale gibt. 2 Wohnbereiche genau geregelt von einem responsablen Adjoint, den sich zusammensetzt aus einem Edukateur und einem Infirmier. Wir haben aber auch übergreifend am Haus Psychologen schaffen, Ergotherapeuten schaffen, Kinesitherapeuten, einen technischen Dienst, den sich auch um Gebäude kümmert, einen Sozialdienst, den sich ganz viel um den Bereich Admissionen kümmert, an eine Koordination, die den Bereich Pflegeversicherung aufdeckt. So, dass es wie die Pflegebedürftigkeit von unseren Bewohnern ganz hoch ist, auch extrem viel Personal braucht. Den heutigen Besuch kommt aber nicht mit eitlen Händen auf Ippelding. Aber sie haben ein ganz spezielles Kado mitgebracht. Par ce cadeau, vous exprimez aussi une grande reconnaissance à notre personnel pour leur engagement de tous les jours.
La démence devient de plus en plus une maladie de société qui, dans l'avenir, deviendra un véritable défi dans la santé publique et qui nécessitera l'élaboration d'une politique sociale et sanitaire adaptée et cohérente. Monseigneur, Madame, encore une fois, de tout cœur, un grand merci pour votre geste si généreux et pour votre visite qui montre que votre solidarité avec les personnes atteintes d'une démence. Merci beaucoup. Pour rappeler comment nous en sommes arrivés ici, il faut rappeler que le mariage, votre mariage, avait lieu au mois d'octobre et que ce week-end-là, nous lancions la nouvelle Clio. Et comme ça paraissait difficile de déplacer la date de votre mariage, on a quand même lancé la voiture, mais le samedi de votre mariage, nous n'avons pas eu beaucoup de monde dans les showrooms parce que beaucoup étaient à votre mariage. Mais comme on n'est pas rancunier, on a quand même décidé de vous offrir ce véhicule et c'est, je crois, un vrai plaisir après cette visite et un honneur que vous ayez décidé de l'offrir à cette association parce que je pense que c'est un excellent choix. Je vous remercie. Je suis très honoré d'être associé à cet événement et encore merci. Voilà. Merci. Et bravo à l'association. Wir sind natürlich ganz stolz darauf, dass wir so ein schönes Auto geschenkt haben. Und wir werden den hauptsächlich auch dafür benutzen, für das unser Service Soziale Koordination und unser Service Psychologik den an ihre Beratungsfunktion können ersetzen. Natürlich viele von ihnen machen noch Visiten bei den Leuten daheim, gehen die Leute an Kliniken gucken, machen Beratungen bei Familienmembern daheim, die sich vielleicht auch nicht mehr so deplacieren können. Da geht das Auto dann auch von dem Personal angesetzt, um die Deplacements zu machen.